Guten Tag, herzlich willkommen, moin moin liebe Leute, seid gegrüßt zu einer neuen Runde LS22 Nordfriesisch im Arsch. Ach, wie im Titel schon unschwer erkennen kann, es gibt gute Nachrichten, ja, ich habe wieder ein bisschen was getan. Bald wird eine neue NF Marsch Version Produktions-Pack-Update kommen. Das Ganze muss jetzt auch fertig werden, denn Matchmap Release ist eigentlich, also zumindest Start für Matchmap ist ja für den 12.11. geplant. Und bis dahin muss alles sozusagen auf den neuesten Stand umgerüstet werden. Von daher muss ich da jetzt ein bisschen Gas geben. Ne? Seid gegrüßt, mal moin, auch an den Livestream-Chat natürlich. Erstmal moin moin hier, ne? Bevor ich jetzt richtig loslege. Moin moin, vielen Dank, Felten. Ja, Substufe 1 im 11. Monat am Start, vielen, vielen Dank. Ja, was machen wir heute Schönes? Mal gucken, vielleicht zumindest eine neue Produktion schon mal spoilern. Ob wir sie selber platzieren, weiß ich noch nicht. Eigentlich wollten wir ein bisschen Geld sparen. Ist eigentlich noch günstiger geworden? Naja. Für Felder, ne? Für Felder wollten wir Geld sparen. So, liebe Leute. Carsten Schmidt, danke dir für den 12. Monat. Vielen Dank. Erdeschnecke, 2 Jahre. Vielen Dank, 24 Monate am Start. Vielen Dank, Winnie. 10 Monate am Start, 1,5 Jahre. Vielen, vielen Dank. Moinsen. Danke fürs Reinschalten. So, dann wollen wir mal gucken. Genau, wir wollen noch ein paar Bäume pflanzen. Die Palette muss auf jeden Fall einmal bei der Pelletsproduktion hingesetzt werden. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir auf jeden Fall, ich glaube, wir hatten beim letzten Mal gesehen, es gibt eine ganze Menge Produkte zu verkaufen. Und ja, gut, Februar 2. Oben sehen wir, wir müssen Produktion versorgen, wie immer. Pelletsproduktion braucht jetzt immer Leerpaletten. War ja bisher nur erstmal so eine kleine Notversorgung. Labor braucht Melasse, Labor braucht Karton. Und so weiter und so fort. Ich glaube auch die ganzen Obstplantagen brauchten Karton. Also wir werden leicht was zu tun haben, ja. Bis dann endlich Frühjahr ist und wir wieder auf die Felder können. Ne? Der erste Schnitt ansteht und so weiter und so fort. Bertel, danke dir. 28 Monate. Launebär, danke dir für 7 Monate. Und vielen Dank an der Sachse mit dem dicken Substufe 3. 1,5 Jahre am Start. Vielen, vielen Dank, Leute, liebe Leute. Moin. Ja, was wichtig zu wissen ist, die Frage kommt ja sonst immer, braucht man ein neues Savegame für die nächste NF Marsch Version? Grundsätzlich sagen kann man, man braucht ein überarbeitetes Savegame für die nächste NF Marsch Version und das ist sozusagen Schuld von Achim, also Beschwerden bitte an Achim senden. Er hat ja die Fill-Types umgeschrieben sozusagen. Er hat aber auch ein Programm geschrieben, es wird eine kleine Exe-Datei geben, ja, die ist vertrauensvoll, funktioniert auch, die euer Savegame automatisiert ändert. Ihr müsst selber das nicht ändern, ihr müsst natürlich einmal das Programm runterladen, den Ordner auswählen, wo euer Savegame liegt, was weiß ich, Savegame 1, Savegame 2, Savegame 3. Klassisch gesehen ist es meistens unter Dokumente, My Games und dann Landwirtschaftssimulator 22 und dann da die Safe Games. Das, der Link sozusagen zu diesem Safe Game Fill Type Changer, wie auch immer, ne, wenn man das genau nennen möchte, Spielstand Converter, keine Ahnung, den wird es dann natürlich auch geben, damit man sein Safe Game einmal ändern kann, weil ansonsten kann es Probleme geben. Mit bestehenden Spielständen. Einige Fülltypen wären dann im Zweifel verloren. Also ganz, ganz wichtig, dass man dieses Programm einmal durchlaufen lässt mit dem Savegame, was man spielt. Ist für Server das gleiche. Man muss den Spielstand einmal vom Server laden, den Spielstand dann einmal ändern mit dem Fill-Type-Converter, wieder hochladen, weiterspielen und gut ist. Das sollte man schon mal wissen. Ich werde es die nächsten Tage natürlich nochmal erzählen und auch nochmal beim Release, dass es auch wirklich jeder mitkriegt, dass das erforderlich sein wird. Ne? So, wen haben wir denn? Antenplay, vielen Dank, genau, für den 3. Monat am Start, moin moin. Hoge, danke dir für den 4. Monat. Steinschwacker, vielen, vielen Dank, auch für 28 Monate schon, vielen, vielen Dank. Gamla für den 6. Monat. Stege mit 345, 345 Bits, danke dir, Stege. Und Albertu, danke dir für 20 Monate. Vielen herzlichen Dank, liebe Leute, und danke fürs Reinschalten. So, schön, dass ihr dabei seid. Nach dem Motto, wer freut sich denn auf eine neue NF Marsch Version? Trotz
Type Changer. So, genau, also sind das jetzt 60 Bäume, die wir hier einmal anpflanzen. Das ist ja dann eigentlich ein Hackschnitzel der Zukunft, sprich Ende des Jahres oder so, werden wir hiermit wieder die Pelletsproduktion versorgen. Dann mal gucken, wie viele. Aber auch im Start 9. Vielen Dank für Substufe 1, vielen Dank. Schweben und Baum in der WhatsApp-Gruppe, weiß ich nicht. Ist es der auf Feld 29? Der ist mir irgendwo anders gemeldet worden. Der E-Mail, glaube ich schon. WhatsApp-Gruppe habe ich nicht gesehen mehr. Der Gerd macht wieder Geschenke fertig hier. Vielen Dank, Gerd, für Verschenk von 10 Subs an die Community. Vielen Dank. Mega. Danke, danke. Also wenn er das auf Feld 29 ist, der ist gemeldet worden. Ich habe noch ein paar andere Meldungen, die ich jetzt gesammelt habe in den letzten Wochen, kann man ja schon sagen. Ist ja schon ein bisschen länger her, das letzte Update. Ich habe mich jetzt aber erstmal rangesetzt und ein paar neue Sachen gebaut und jetzt nicht die kleinen Sachen ausgemerzt, die gemeldet worden sind. Das ist nachher kein großer Aufwand. Bei Feld 29, ja, dann muss das der sein. Müsste ich mir gleich mal angucken. Obwohl, eigentlich weiß ich ungefähr in die Ecke und dann finde ich den auch. Moin, 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 moin. Das sind doch, ich glaube, ich hätte sogar fast noch ein paar mehr Bäumchen hier hinpflanzen können. Moin an alle und ich sehe euer neuer Kalender erscheinen. Euer Kalender wird erscheinen, genau. Ab dem 15. Einige haben letztes Mal nicht richtig zugehört. Shelly hat eigentlich gesagt, ab dem 15. könnt ihr sozusagen ordern, wenn ihr gerne einen Kalender haben wollt. Fettstufe Landwirt mindestens oder Twitch-Hub-Stufe 3. Dann ja einen Fett-Kalender sozusagen geschenkt bekommen, wenn man es denn möchte. Ne, Drohnenfotos überwiegend drinne. Wie die letzten Jahre eben auch. Und Anmeldungen sind praktisch ab 15. auf der Homepage dann abzugeben. Aber gut, die Handvoll Leute, die jetzt schon voreifrig da war, die, ne, war schon. Henning Pili zum Beispiel, genau. Oder, weiß nicht, wer noch. Wer noch mehr? Achim, genau. Heute ist Laura mit am Start. Kollege Iga Böhm, danke Gott. Egal. So, die letzten 20 Bäume sollen wir mal auf der anderen Seite loswerden. Beto war auch schon dabei, von den übereifrigen Bestellern. Ne, brauchst du nicht nochmal neu machen. Shelly hat es, glaube ich, notiert. Ja, APL auch. Shelly guckt gerade, Mika auch. Folge auch ein Dank. Erst für Elster, vielen Dank. Vielen Dank für die Subs, liebe Leute. Vielen Dank für euren Support. Holger gerade lese, er hat ja auch nochmal wieder fleißig getestet. Also Holger bisher eigentlich der Einzige, der irgendwie für die Matchmap ein bisschen was gemeldet hat. Bitte, ja. Danke dir auch für den Prime Sub. Vielen, vielen Dank, liebe Leute. Und Level 7 Halbschein oder so haben wir, ne? Vielen, vielen Dank. Ja, das andere mit den Feldern, das werde ich nochmal anpassen. Das eine Feld ist, glaube ich, historisch bedingt, weil vorher war es ja nicht so im LS19. Das Feld ist ja ein bisschen größer geworden. Und das mit dem Graben, da gucke ich auch nochmal, ob ich das ein bisschen glatt ziehen kann. Dass man da nicht zu weit in den Graben kommt. Das alles. Nicht weiter schlumm. Ja, wie gesagt, also Beschwerden an Achim, ne, wegen dem Safe-Game-Änderer fürs nächste Mal. Ich bräuchte nochmal den Link dann irgendwann demnächst zum Download, damit ich das damit einstellen kann. Denn ich sag schon, also am Donnerstag in einer Woche soll die nächste NF-Marsch-Version rauskommen. Und Update-Produktions-Pack und das Ganze ist ja dann umgeschrieben. Das heißt, man muss sein Safe-Game ändern über einen, ja, dann aber praktisch zur Verfügung gestellten Konverter. Da muss man, wie ich gerade eben schon mal sagte, einfach nur sein Safe Game auswählen.
durchlaufen lassen, fertig und gut. Und dann kann man weiterspielen ohne Probleme. Das muss man aber machen, ansonsten wird sein Safe Game, wird das Safe Game kaputt sein. Oder, also nicht komplett, vielleicht kaputt und nicht mehr gehen, aber es wird viele Fehler verursachen und viele Füllstände wären dann weg. Was natürlich schon ärgerlich wäre. So, Hof P1. Was macht der hier vorne denn eigentlich noch? Damit moin moin. Gestern, das war mal übel schwach, wenn ihr so in der Champions League weiterspielen, ist Dortmund sehr früh wieder. Ja, also es ist ja nicht nur das letzte Spiel, ne? Dortmund hat ja gegen Manchester City eigentlich am besten gespielt. Die anderen Spiele waren ja gut, das eine ist gegen Sevilla. Da war Sevilla aber auch nicht in Form. Also es war wieder nicht gut, ne? Das kann man so sagen. Ich habe tatsächlich auch normalerweise gucke ich in Ruhe Dortmund. Gestern habe ich gedacht, ne komm, erste Halbzeit, Anfang habe ich ja noch geguckt. Und den Rest habe ich dann hier nebenbei gemoddet. Um da ein bisschen voranzukommen. So, wenn wir schon alles los. Ansonsten ist die Pelletsproduktion gut versorgt. Wir können eigentlich. Na gut, ne, 5 Paletten, 4 Paletten. Lohnt jetzt vielleicht noch nicht so komplett zu verkaufen. Ist auch nicht schlimm. Top, mal vielen Dank. Endlich Champions League. Achso, genau, das gehört dazu. Recognize natürlich auch noch vielen, vielen Dank. Und Olli Connect gönnt auch nochmal 10 Subs an die Community. Vielen Dank für Verschenken von 10 Subs. Vielen, vielen herzlichen Dank. Mehr geht hier nicht rein. Den Rest können wir vorne in die Ballenhalle reinpacken. Und dann ist es gut. So, Dragon auch noch mit Prime Sub am Start. Leute, Leute. Damit haben wir Level 7 geschafft. Vielen, vielen Dank für Level 7 Hype Train. Mega. So. Dann haben wir auch in letzter Zeit erstmal genug Hackschnitzel gemacht. Wir haben jetzt die Bäume neu gepflanzt und alles schick. Und Bibis mit 200 Bits, danke. So, ab zum Hof. Muss aufgefüllt werden. Achso, wieso? Ja. Ich will ja keine Bäume mehr pflanzen, also für mich muss er nicht aufgefüllt werden. Und ihr auf Twitch, danke dir für Substufe 1 und Daymann auch mit am Start. Danke für den Prime Sub. Vielen Dank. Moin, moin, schön, dass ihr dabei seid. So, die Baumsetzlingsgeschichte, ich glaube, ich packe die einfach vorne neben die Brux. Dann weiß man, wo das ist. Müssen wir irgendwo mal schauen. Und eng auf dem Hof. Gut, dann würde ich sagen, versorgen wir jetzt erstmal oben das Nötigste. Danke, danke, danke. Auch für euren Support. So. Kannst du vielleicht leise machen? Danke. So, tanken. Wollen wir mal gucken. Eigentlich sollte es jetzt ein bisschen günstiger geworden sein, wenn ich richtig gespeichert habe. So, was haben wir jetzt? Nee, doch nicht, oder? Hab ich, vielleicht habe ich es auch nicht wieder verpackt. Das kann durchaus sein. Mal gucken. Eigentlich. Naja, zweiter, na doch, eigentlich. Ich weiß nicht genau. Nur für 1000 Liter. Doch, noch 1500. Ja, doch, das ist jetzt schon wieder ein Stück zu günstig wahrscheinlich. Wobei wir hatten schon 100 Liter. Es waren höchstens 900 oder so, ne? So, wen haben wir, alte Leute? Wen haben wir denn da noch? Bloin, wir haben 200 Bits, danke, wie auch immer. Vielen, vielen Dank. Raffi. Raffi, vielen, vielen Dank für den 28. Monat auch schon. Red Eagle, danke für Verschenken von 5 Subs hier an die Community. Vielen herzlichen Dank auch natürlich an Micha aus D mit dem Geschenkabo, wie auch immer. Vielen, vielen Dank. Danke für euren Support, liebe Leute. Ja. So, dann LKW. Habe ich da vorne den anderen da hingepackt. Das ist ein bisschen unglücklich. Dann lassen wir den erstmal draußen stehen.
Wir fangen mal oben an mit dem Dringendsten, ne? Also Leerpaletten. So. Vielen, vielen Dank. Noch jemand mit am Start hier. Antigott, mach auch mal mit. Danke für den 13. Monat. Leute, Leute, Leute. Viele Subs hier ausgelaufen waren wohl. Vielen, vielen Dank fürs Verlängern, dass ihr weiter dabei bleibt. Muss ich sonst noch irgendwas machen? Nö. Nö. Nicht. Hier nochmal schnell gucken, ob er noch tankt oder ob wir nochmal nachkaufen müssen. Ja doch, wir müssen gleich Geld verdienen, ansonsten ist Geld gleich weg, ne? Alter, Leute. Vielen Dank, Olli Connect, für 1500 Bits. Wahnsinn, Wahnsinn. Danke, danke, danke. Leute, Leute. Schon bald Richtung Level 8, ne? Penny Pitty macht auch mal mit 500 Bits. Vielen, vielen Dank auch dafür. Da haben wir sie auch alle gehabt, glaube ich, ne? Jetzt habt ihr euch einmal ausgetobt. Vielen Dank für euren Support. Mega, mega. So, wir müssen uns beeilen. Ups. Morgen Abend. Für die, die morgen Abend Zeit haben, ne? Morgen Abend Livestream. Denn Sonntag ist ja keine Zeit. Ihr wisst es, Sonntag hat Shelly Geburtstag. Sonntag werde ich nicht streamen. Auch nicht Sonntagabend oder so. Montag würde ich zeitlich das auch nicht hinkriegen. Also wird dann natürlich, ne, bis nächste Woche, was weiß ich, also bis zum nächsten Wochenende praktisch auf YouTube Folgen habe, werde ich auch morgen Abend außer planmäßig einmal streamen. Also wundert euch nicht, wenn morgen 5:45 eine Meldung kommt, dass ich streame. Bretterhack, Leerpalette. Soll man das andere eigentlich auch gleich ruhig verkaufen? Ist zwar nicht viel, aber besser als nichts, ne? Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. So, und dann nehmen wir das einfach alles mit. Auf nass. Pellets, ja, das passt ja eigentlich. Wir fahren jetzt zur Pellets-Produktion. Die könnten wir ja doch schon mitnehmen, ne? Das meiste, ich muss noch mal gucken, wo ich das meiste verkaufen kann, aber ich glaube schon am Baumarkt. Abend, moin moin. Achim auch noch, danke mit 300 Bits. Vielen, vielen Dank. Universum verlängert das Geschenkabo von Eisbär. Vielen Dank auch dafür. War eine Überraschung, dass ich da bin. Nur Achim wusste es. Oh, Achim war Insider. Ja, ich verbiete niemanden, ne, dabei zu sein. Aber verhalten Sie sich ruhig und unauffällig, so nach dem Motto. So. Also wisst ihr schon mal Bescheid. Morgen früh nach 8. Außerplanmäßig. Dafür aber Sonntag nicht. Samstagabend ist ja auch nichts und Montagabend auch nicht. Und der Bernie, die letzten Sekunden, liebe Leute, aber krass, vielen, vielen Dank für fast Level 8, glaube ich, ist es geworden. Vielen, vielen Dank, Bernie, für den 13. Monat auch schon. Vielen Dank. Laura ist krank geschrieben, oh, dann gute Besserung. Ich habe oben nur einen Leerpalettenbedarf drin, das andere muss alles länger sein. Dann würde ich, glaube ich, einfach so gut wie alles hier bei der Pelletsproduktion einfach reinbringen. Das sind das 70.000. Vielleicht genau, wie viel gehen hier rein? 150.000. Süßigkeiten für Weihnachten erlebt das Fest nicht. Was mache ich denn jetzt? Ja, neue Süßigkeiten noch vielleicht ordern. So, vielen, vielen Dank auf jeden Fall
Hier den Hype-Train, liebe Leute. Wenn wir hier ein bisschen. Weil Shelly auch Geburtstag hatten. Oh, die Shelly Smileys, ne? Shellys Geburtstagswochenende. Nee, Shellys Geburtstagswochenende. Ich kann aber jetzt erstmal kurz noch Labor Melasse rübertragen. Das machen wir meistens schnell mal zu Fuß. Dafür müssen wir einmal kurz auf F12 hier den starken anwerfen. Einmal zum dürfte doch wohl genug vorhanden sein, ne? Ja, guck mal, 6 Paletten sogar. Wie schon mal sagte, dafür wäre eigentlich so ein kleiner praktischer Gabelstapler oder irgend sowas schön, aber gehen wir mal. Moinsen, Moinsen. Auf Marsch muss man Konverter, wird benötigt. Wieso kommt noch eine größere Map? Neue Frage? Nee. Eigentlich nur der Hintergrund, die Technik ist anders. Also sprich, die einige Fülltypen haben eine englische Bezeichnung im Hintergrund, damit man sie in diese Fülltype-Initiative eintragen lassen kann. Es leichter ist, ich sag mal, auch fremdsprachemäßig die Map auch vielleicht im französischen Raum oder spanischen Raum oder wie auch immer zu nutzen. Saubere Dateien sozusagen für die Übersetzung. Und damit man nicht die Fülltypen verliert, weil, ich sag mal, jetzt vielleicht Wartung war das leichteste Beispiel. Wartung heißt auf Englisch nicht Wartung, sinnigerweise, sondern Maintenance. Und in Zukunft sozusagen ist jede Produktion braucht als Rohstoff nicht mehr Wartung, sondern Maintenance. Und wenn man das jetzt nicht, wenn man sein Safegame nicht ändern würde, wäre logischerweise jede Produktion, die denn Wartung hatte, erstmal leer. Durch den Konverter wird einfach alles einmal umgeschrieben. Alles, wo bisher Wartung steht im Safegame, steht in Zukunft Maintenance. Und das hat auch mal bei Sparplatten oder was auch immer, hat das eben auch solche Effekte, ne? Ja, Laura gerne ein bisschen im Hintergrund aufhalten, ne? Gerne zuschauen, dich freuen, aber nicht zu sehr rumnerven, danke dir. So. Dann haben wir das nämlich auch. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob oben dann noch ein weiterer Leerpalettenbedarf reinkommt, aber das ist noch nicht der Fall. Das ist ja schon mal gut. So. So, Tank noch. Würde ich sagen, holen wir jetzt mal die ersten Pellets raus. Nehmen wir mit und dann fahren wir das Ganze zum Baumarkt und dann sind wir hoffentlich gerade noch rechtzeitig da, bevor wir, ne, wieder, bevor wir kein Geld mehr haben. So, guck mal, ist auch mal schön. Könnten wir noch abholen, Papier eigentlich, ne? Papier würde auch noch gehen. Es wird einen Download-Link geben. Es gibt einen Download-Link zu NF Marsh, es gibt einen Download-Link fürs Produktionspack und es wird einen Download-Link geben für den Konverter. Und alles kommt gleichzeitig dann auf die Homepage bei mir. Ups. Ohnechen, vielen, vielen Dank für den 14. Monat. Vielen, vielen Dank. Ja, ich glaube, das wird zu knapp, oder? Also ich glaube, Papier... Dann hört er damit schon auf zu kaufen, sobald wir im Minus sind. Ich nehme das trotzdem mit. Und der Konverter und so weiter ist ausgiebig getestet, das funktioniert, also das Safegame ist danach weiterhin brauchbar, auch weil im Hintergrund die Technik teilweise vieles anderes heißt. Das gilt natürlich für die Produktion als auch für die Map.
Und wie gesagt, Fragen nachher, irgendwas, wenn irgendwas nicht funktioniert mit dem Konverter, gerne alles an Achim schicken. So. Das ist das Papier gewesen. Das ist nicht viel, aber immerhin. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal eine ganz schnelle Tippspielrunde. Und dann nehmen wir dann da, warte mal, eine Vorhersage. Was ist denn? Vorhersage. Vorhersage starten. Ihr kriegt, wie viel Geld bringt die Ladung? Ja, das ist ja eigentlich sogar fast noch ganz stimmig, was hier steht. Ich mach mal, bringt das hier, was ich drauf habe, mehr als 295.000 oder weniger als 295.000? Die Auflösung gucken wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Reinschalten, bis zur nächsten Folge und tschüss.